Du bist es wirklich. Verania? Ich erinnere mich an dich. Wir haben im Hof unseres Meisters gespielt, wenn Mutter gearbeitet hat. Du nanntest mich... Leto, das ist dein Name. Was ist los? Warum bist du so... Das ist eine Falle. Oh, mein kleiner Fenris. So berechenbar wie eh und je. Es tut mir leid, dass es so gekommen ist, Leto. Du hast ihn hergeführt. Aber Fenris, gib die Schuld nicht deiner Schwester. Sie hat getan, was jede gute Bürgerin des Reichs getan hätte. Ich wollte diese dreckigen Zeichen, Idenarius. Aber ich lasse nicht zu, dass ihr mich tötet, um sie zu bekommen. Oh, wie wenig du doch weißt, mein kleines Schoßhündchen. Und das ist dann wohl deine neue Herrin. Der Champion von Kirkwall. Wie entzückend. Fenris gehört niemandem. Höre ich da eine Spur von Eifersucht? Das überrascht mich nicht. Der Bursche ist ausgesprochen begabt, nicht wahr? Haltet den Mund, Daenerys! Es heißt Meister. Thank you.
Ihr seid nicht länger mein Meister. Ich hatte keine Wahl, Leto. Hör auf, mich so zu nennen. Er wollte mich zu seiner Schülerin machen. Ich wäre eine Magistra geworden. Du hast deinen eigenen Bruder verkauft, um eine Magistra zu werden? Eure Schwester ist eine Magierin? Ihr verfluchter Heuchler! In Wahrheit seid ihr einfach nur neidisch. Du kannst dir nicht vorstellen, was wir durchmachen mussten. Was ich tun musste, seit Mutter tot ist. Das hier war meine einzige Chance. Und jetzt sind all deine Chancen vertan. Bitte, tu das nicht! Bitte sagt ihm, er soll aufhören! Wartet! Bringt sie nicht um! Wieso nicht? Sie hatte keine Hemmung, mir den Tod zu bringen. Wieso sollte sie für mich was anderes sein als ein weiteres Werkzeug der Magister? Eure Schwester ist ebenso sehr ein Opfer, wie ihr es wart. Elf Fenris, ich weiß, es ist schwer zu glauben, aber das ist das Letzte, was ihr jetzt tun wollt. Verschwinde! Du hast gesagt, du hättest nicht darum gebeten, aber das ist nicht wahr. Oh ja, du wolltest es. Du hast darum gekämpft. Und als du gewonnen hast, hast du deinen Sieg genutzt, um Mutter und mich zu befreien. Warum erzählst du mir das? Die Freiheit war kein Segen. Und wenn ich dich so ansehe, glaube ich, dass du das Bessere losgezogen hast. Ich dachte, meine Vergangenheit zu ergründen würde mir zeigen, wohin ich gehöre. Aber ich habe mich geirrt. Selbst das hat die Magie verdorben. Es gibt nichts mehr, was ich zurückgewinnen könnte. Ich bin allein. Ihr habt Freunde. Ach, und wer sollte das sein? Ihr etwa? Ich ganz bestimmt nicht. Also bitte, ihr hättet das schlimmer treffen können. Ihr habt gehört, was Verenia gesagt hat. Ich wollte sie. Ich habe dafür gekämpft. Ich fühle mich dreckig. So als wäre diese Magie nicht nur in meine Haut geätzt, sondern als hätte sie auch meine Seele beschmutzt. Lasst uns gehen. Ich muss hier raus.